Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge von Stalker, beziehungsweise das eine Ende. Das werde ich dann Part blablabla, 0,5 nennen. Und ich würde sagen, wir gucken hier einfach mal rein. Warum ist meine Waffe beschädigt? Aber nee. So, wir sind mal wieder hier. Naja, schön, dass ich mir auch keine Uhr gestellt habe. Ist ja wieder vorzüglich. Hab mir gedacht, kurz nach dem Aufstehen, nehme ich mal was auf. Und irgendwie... Naja, habe ich mir vergessen, die Uhr zu stellen. Jetzt heult man nicht so lange rum. Ah ja, weint nicht so laut. Ihr kennt doch das kleine Spielchen. Nicht mit mir. Hätte ich mal nicht die Waffe gewählt. Oh, oh, Feuer, Feuer, Feuer. So. Könnt ihr mich mal kurz in Ruhe lassen? Wow. Anscheinend eine Menge Fragen an dich. Stell sie, dann überlegen wir, was wir mit dir anfangen. So. Also, das kennen wir mehr oder weniger schon. Wir sind das Aber, naja. Doppelhirn hört besser. Wir unterwarfen die Leiter des Experiments auf der Stelle und wiesen ihnen Aufgaben zu, deren Erledigung erforderlich war für uns. Laut unseren Berechnungen ist die Erde umgeben von einem besonderen Informationsfeld, der sogenannten Noosphäre. Es umschließt alle Bewohner der Erde mit kognitiven Fähigkeiten. Unser Hauptziel war es, an der Noosphäre kleine Veränderungen vorzunehmen, um negative Faktoren wie Wut, Grausamkeit und Gier vom Planeten zu entfernen. Individuen sind nicht in der Lage, die Noosphäre zu beeinflussen, aber das Kollektivbewusstsein war es. Leider machten wir einen Fehler und unsere Einmischung erschuf die Zone, die wir seitdem begrenzt zu halten versuchen. Schön, dass ihr angebliche Experten versucht, irgendwas zu bessern und sowas hier erschaffen. Was naja. Du siehst, ist das Ergebnis schlecht geplanter Intervention in der Noosphäre der Erde. Aber einfach mal loslegen. Die Noosphäre zu beeinflussen, haben einen Riss erzeugt. Die Zone ist einfach die sichtbare Manifestation dieses Risses. Das zugrunde liegende Problem ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Schön, dass ihr da einfach rumpfuscht und Gold kaputt macht, aber naja. Du bist eine Schraube, die aus der Maschine gefallen ist. Leider ist uns das lange nicht aufgefallen. Von dem Moment an, als die Zone erschaffen wurde, haben Leute versucht, in ihre Mitte zu gelangen. Aber wir können das nicht zulassen. Die Menschheit ist noch nicht bereit für die Wahrheit. Deswegen rekrutieren wir Stalker, indem wir ihnen versprechen, ihre größten Wünsche zu erfüllen. Sobald sie rekrutiert wurden, werden sie entsandt, um das Geheimnis der Zone zu beschützen. Naja. Ihr und euren kleinen Privatkrieg hier, um euch zu verbarrikadieren. Erstmal die ganze Scheiße wieder in Ordnung bringen, die ihr verzapft habt. Das Lappen. Es war der beste Ort. Nach der Explosion 1986. Gab es in diesem Gebiet nur noch wenige Menschen und wir konnten ohne Angst vor Entdeckung arbeiten. Außerdem gab es hier viele starke Antennen, die für unsere kognitiven Optimierungsexperimente von immenser Bedeutung sind. Deswegen verkriecht ihr euch in einem ehemaligen Atomkraftwerk, was durch eine Kernschmelze kaputt gegangen ist. Naja, da kenne ich glaube ich ein paar bessere Orte, um die selber noch drauf zu gehen, aber naja. Stalker ist ein kodiertes Akronym, das wir benutzen, um Agenten für bestimmte Missionen zu zeigen.
Deine Mission als unser Agent war es, Trelok und seine Gruppe zu eliminieren. Sie waren zu nah daran, Dinge herauszufinden, die sie nicht wissen sollten. Wir haben ein Netzwerk von Psi-Feldern bis zur Mitte der Zone erstellt, um Agenten zu rekrutieren. Du kennst eines dieser Felder als Hirnschmelzer. Wenn ein Stalker versucht, die Mitte der Zone zu erreichen, um sich einen Wunsch zu erfüllen, erlangen wir die Kontrolle über sein Bewusstsein und programmieren ihn auf eine bestimmte Mission. Es wurde ein Fehler gemacht und so wurdest du darauf programmiert, dich selbst umzubringen. Sehr schlau von euch, aber ihr wolltet ja auch irgendwas ändern an der Novosphäre und seid dabei kläglich gescheitert und habt dabei nur Scheiße gebaut, aber... Naja, ihr seid ja die Experten hier. Wir benutzen die Transporte, um unsere markierten Agenten in die Zone zu schicken. Sie infiltrieren die Stalker-Community und führen Befehle aus, ohne es zu merken. Leider stirbt mehr als die Hälfte der Stalker auf dem Weg, da die Zone sehr instabil ist. Du bist einer unserer Agenten, der geschickt wurde, um Strelok zu töten. Ja, das wissen wir. Und jetzt untersuchen wir, wie uns dieser Fehler unterlaufen konnte. Euch sind schon viele Fehler passiert, aber irgendwie checkt ihr mal gar nichts. Naja. Nein, damit hatten wir nichts zu tun. Die meisten von uns waren damals ja in der Wissenschaft blutige Anfänger. Ihr seid immer noch Anfänger. Bis 1989 Lappen. Wurde die Tschernobyl-Zone nicht als Testgelände für Experimente genutzt. Das hängt von dir ab. Die Zone wächst. Wir versuchen, ihrem Wachstum Einhalt zu gebieten. Aber die Menschheit scheint unsere Arbeit behindert zu wollen. Unsere Ressourcen sind nicht grenzenlos und Körper, die mit dem Kollektivbewusstsein verbunden sind, sterben letztlich. Ups. Wenn du dich uns anschließt, können wir die Größe der Zone begrenzen. Wenn du dich anders entschließt, können wir keine glaubwürdige Prognose des Ergebnisses abgeben. So, und genau hier tritt... Also machen wir halt... hier... Entscheiden wir uns anders. Gut, dass ich mich so gut klar ausdrücken kann am Morgen. Aber naja, wir werden uns diesmal dem Kollektivbewusstsein anschließen, weil wir das ja voll toll finden, wie die sich so verhalten haben in den letzten 20 Jahren. Oder, ja doch, 20 Jahren. Und was sie hier so alles geschafft haben in der Zone. Tausende Menschen sind gestorben. Die haben versucht, da irgendwas rumzufuschen, wovon sie keine Ahnung hatten. Naja, wir schließen uns einfach mal an, weil wir so gutgläubig sind. Pust. Ich hab's Trelok lange nicht mehr gesehen. Ob er schon tot ist? Obwohl. Er hat die 7 Leben einer Katze. Ihm geht's bestimmt gut. Aber verschwinden wir von hier, lass uns etwas essen. Ich weiß, du hast daran mehr Interesse als an unserem alten Freund. Ja, so sieht das Ende aus, wenn man sich anschließt. Jetzt lassen wir hier noch schön die Credits durchlaufen und freuen uns. Das richtige Review von mir kommt am meinem Schluss, an dem, was ich wähle. Also da, wo ich mich nicht anschließe, ist ja klar. Weil wer macht schon so einen Scheiß mit? Jetzt mal ehrlich. Die fuschen da rum über 20 Jahre, kriegen überhaupt nichts gebacken, müssen sich extra Menschen manipulieren, damit sie nicht entdeckt werden, damit sie ihre Fehler verschleiern können und also das ist doch purer Mist, da kann man sich doch nicht anschließen. Und selbst, also ich, warum sollte ich mich da anschließen? Also jetzt Strelok, der hat ja nun mal gar keinen Plan von Wissenschaft oder was er da machen muss, die wollten einfach nur einen Körper haben, damit die nicht völlig zugrunde gehen da.
mit ihrem komischen Experimenten. Also, naja. Warum die da uns dabei haben wollten, bloß damit sie jetzt hier nicht noch total zugrunde gehen. Weil, wenn wir uns nicht anschließen, dann gibt's Action Boys und Girls. So, aber so sieht ein schönes Outro aus. Atomkraftwerk bei Regen. Und, naja. Lass mal den Abspann einfach mal durchlaufen, würde ich sagen. Ah, ist ja auch Schwachsinn jetzt hier zweimal den Abspann durchlaufen zu lassen. So, ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei der richtigen nächsten Folge und bis dann, haut da raus. Zwar etwas kurz, aber naja. Wir sehen uns. Tschüss.